Guck mal, wer da schießt. Annemarie Warnkoss übt sich im Lieblingssport der Royals im Tontaubenschießen. Annemarie hoch zu Ross und Annemarie gut behütet. Einen Tag lang lebt unsere Moderatorin den Lifestyle von Kate Middleton. Denn Tea-Time und unzählige gesellschaftliche Verpflichtungen sind Alltag und auch Wochenendbeschäftigung in der britischen Aristokratie. Ob sich der Traum vom sozialen Aufstieg in die besten Kreise Englands lohnt und was man als Frau so drauf haben muss, um sich einen der begehrten adligen Junggesellen zu angeln, Annemarie hat das mal ganz genau recherchiert und erfährt, mit welchem Hut man sich standesgemäß auf der Hochzeit des Jahres blicken lassen kann. Oh no, I missed. Es ist eines der schönsten und größten Landhäuser Englands, Senno Park. Und Annemarie Warnkoss ist einen Tag lang auf dem Anwesen zu Gast, das der Familie von Thomas Cook gehört, dem Erfinder des modernen Reisens. Und die Royals sind auf Schloss Sandringham Nachbarn. Diese Frau, Veronica de Lobtenier, ermöglicht gegen beachtliche Honorare solche Besuche. Ja, ja, der Adel braucht bekanntlich Geld, um diese üppigen Behausungen in Schuss zu halten. Und so begrüßen Charlie Temple Richards und seine Frau normalerweise Blaublüter wie Prinz Philip und Prinz Charles als Jagdgäste, aber gegen Bares darf auch mal eine deutsche Moderatorin ohne Stammbaum vorbeischauen. So, was erwartet mich denn hier heute bei Ihnen? Der feine Charlie schlägt vor, zunächst mal gehen wir Tontauben schießen. Dann wirst du ausreiten. Und dann kommt ein Hutmacher. Hüte sind in unseren Kreisen sehr wichtig. Und auch die Tea Time ist ein Muss. Und abschließend bist du Gast auf unserer Cocktailparty heute Abend. Great, sounds good. Veronica de Lobtenier ergänzt, und du wirst dich für jede Aktivität umziehen, so wie es die Ladies seit Hunderten von Jahren im Adel tun. Hört sich nach Spaß und Arbeit an, meint Annemarie. It sounds like a lot of fun and a lot of work. Yeah. So, ich werde jetzt also mal versuchen, eine richtige adlige Lady zu werden. Schauen wir mal. Erster Einsatz in einem Tweed-Kostüm, wie es die Royals lieben. Das hier ist also mein Outfit fürs Tontaubenschießen. Und wie man hier ganz deutlich an Charlie sehen kann, Karos kann man ganz beliebig kombinieren. Wetten, 1, 2, 3 verschiedene Sorten. Aber das macht man mir hier so. Veronica de Lobtenier hat Annemarie das Outfit geliehen. Solcher Service gehört zu dem Gesamtpaket, das man für ein paar tausend Euro kaufen kann, um sich einen Tag lang wie ein Mitglied des britischen Hochadels zu fühlen. Bleibt nur die Frage, klar kannst du dich zur Aristokratin stylen, aber kann man es auch wirklich lernen, ein echtes Mitglied königlicher Kreise zu werden? Well, that's a very good question. I think die Braut des Thronfolgers hat doch genau das geschafft. Kates Vorfahren waren arme Bergleute. In 1-2 Generationen hat sich die Familie hochgearbeitet und das verdiente Geld sofort in gute, teure Schulen investiert und in Schieß- und Reitunterricht. Kate ist eine echte Lady geworden. She is a lady. Yes, so it is possible. So, how do I do this? Also, was muss ich denn nun beachten? Wir haben dir ein kleines Gewehr besorgt. Da ist der Rückschlag beim Schuss nicht so heftig, tut nicht so weh. Die wichtigste Regel natürlich, das Gewehr niemals auf Menschen richten. Wir zielen auf die Tontaube. Gut, das kann man sich natürlich alles erstmal auf die Schnelle merken und dann will Annemarie natürlich auch gleich loslegen. Schließlich liebt Kate Middleton das Tontaubenschießen. Got it. Yeah. Gleich der erste Schuss ein Treffer. That was a lucky shot. Ist Annemarie ein Naturtalent oder war es ein Glückstreffer? Dann doch eher ein Glückstreffer, wie die weiteren erfolglosen Versuche zeigen. Und dann stellt sich raus, mühsam ist die ganze Angelegenheit. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass du beim Schießen nicht nur mitmachen darfst, weil die Sonne scheint, sondern das Ganze natürlich auch bei Wind und Wetter, weil man das halt so am Wochenende macht. Also eine Sache ist schon mal klar, als Frau ist das hier nicht ganz so einfach. Man muss hier die Herrensportarten voll mitmachen. Da darf man auch nicht zimperlich sein, was irgendwie Gewehr anlegen und Rückschlag oder so angeht. Man muss das hier alles mitmachen. Also Kate, ich habe da Achtung vor, das ist nicht ohne. Zimperlich geht in diesen Kreisen gar nicht. Veronica de Lobtenier leidet zum Beispiel an einer Pferdeallergie. Trotzdem reitet die Adlige mit tausendjähriger Familiengeschichte, weil sie sonst in der britischen Aristokratie echt ein Problem mit der Freizeitgestaltung hätte. So, Veronica, tell me like William, for example. Das heißt, William hätte nie eine Frau geheiratet, die nicht reiten kann. That can't ride, right? Well, I do think Kate reitet nicht viel. Sie hat auch eine Pferdeallergie, aber sie liebt immerhin Pferde und sie begleitet William zum Polo und sie nimmt trotzdem auch Reitunterricht. Zeit, sich die Frage zu stellen, wie der Countdown in den Adelskreisen bis zur Hochzeit abläuft. Die Lady, die jetzt noch auf dem Pferd sitzt, wird wohl zum letzten Mal vor dem großen Fest ausreiten.
So, it's only 48 more hours. Also in weniger als 48 Stunden heiraten Kate und William. Womit sind denn die feinen Damen jetzt beschäftigt? Well, the ladies in particular will be having their hair done. Also die Ladies gehen zum Friseur, machen Beauty-Behandlungen, Maniküre, vielleicht auch noch eine letzte Anprobe, bevor sie sich für das Outfit entscheiden. So, lots of important decisions. Das ist wie vor den Oscars. Ja, weil jeder Hochzeitsgast weiß, dass sie womöglich im Fernsehen zu sehen sind. Man trifft auf den europäischen Hochadel und die Queen. Das ist eine Riesenangelegenheit, wie die Oscars. Und sonst, was ist mit Reiten, Annemarie? Ich werde immer wieder daran erinnert, Toes up, also Zehen hoch und Fersen runter, gefälligst. Und gerade sitzen. Und ihr Ellbogen schön beugen. Und Leinen kurz. Ich meine, das heißt nicht Leinen, sondern Zügel, aber kurz halten bitte. Unbedingt ganz wichtig. Die kurzen Zügel allerdings gehören wohl nicht zu den Eheratschlägen für Kate. Denn da heißt es doch immer, man soll den Gatten an der langen Leine halten. Während also Annemarie die schöne Landschaft in Norfolk genießt, die Kate und William so sehr lieben, bereitet sich im Anwesen bereits der Hutmacher Peter Kingston Jewel so vor, wie er es in diesen Tagen in vielen Landhäusern und Schlössern tut, um den Ladies seine Kreationen zu präsentieren. Denn es ist nun mal eine Tatsache, ohne Hut geht rund um die Royals gar nichts. Veronica de Lobtenier stellt Annemarie einen der aktuell gefragtesten Männer des Königreichs vor. Wäre ich zur Hochzeit des Jahres eingeladen, was sollte ich dann tragen? Gut, schauen wir uns mal ein paar Möglichkeiten an. So, this is a great color, I think, huh? Das ist eine der beliebtesten Farben in dieser Saison, empfiehlt der Hutmacher, weil es die Farbe von Kates Verlobungskleid ist. Yeah, it's one of her favorites, huh? Perhaps you'd like to take a look at that. Wow, that one is gorgeous too. Den würde ich auch gerne mal ausprobieren. To see how that fits. So Peter, talking about weddings, there is this rule. Aber wie ist das mit der Regel, dass man als Gast auf einer Hochzeit der Braut nicht die Show stehlen darf? Ja, das stimmt, diese Regel gibt es und mit diesem Hut läuft man Gefahr, dass man unangenehm auffällt. Aber ich habe da ein Modell, das für dich vielleicht perfekt wäre. But I do have another hat that would be a little bit more discreet. Wie gefällt dir dieser? Ja doch, er ist sommerlich elegant und trotzdem interessant durch die Asymmetrie. Schlicht und doch witzig. Very nice. Also, liebe Kate, lieber William, hättet ihr mich eingeladen zu eurer Hochzeit, so wäre ich gekommen. Klar, crazy gibt's auch, aber das bitte nicht zum Royal Wedding. Wie gesagt, aus Rücksicht auf die Braut. Sowas geht dann eher für Ascot, das berühmte Pferderennen im Juni. So Peter, let me know. Das heißt, eine echte Lady hat wie viele Hüte im Schrank? Nun, eine echte Lady, die Mitglied der britischen Upper Class ist, hat eigentlich für jedes Outfit einen Hut, also mindestens 100 Hüte. Okay, was also wie ein Mädelsparadies auf Erden aussieht, ist in Wirklichkeit keins. Eine Pflichtveranstaltung. Ich brauche einen Hut für jede Gelegenheit. Ganz schön anstrengend. Und die Pflichtveranstaltung geht weiter. Für Annemarie dauert sie ja nur einen Tag lang, jedoch für Kate Middleton wird sie ein Leben lang anhalten. So this looks all so beautiful. It looks like a dream. Das sieht natürlich alles aus wie ein Traum, aber ist das am Ende ein Traumleben im goldenen Käfig? Well, I wouldn't call it a golden cage. For example, Kate. Ich würde es nicht goldenen Käfig nennen. Nehmen wir Kate und William, die in weniger als 48 Stunden heiraten werden. Die sind doch beide sehr glücklich. Natürlich gibt es rund um solche Besitztümer auch viel Arbeit. Kate und William haben ja Personal, aber am Ende ist das auch mit Arbeit verbunden. Kate und William will have staff. Yes, but there are a lot of duties and I think Diana, she didn't really. Diana hatte doch sehr viele Probleme mit diesem Leben, gerade mit dem Landleben des Adels. Aber Diana ist nicht am Lifestyle der Aristokratie gescheitert, sie ist letztlich wirklich nur an ihrer schlechten Ehe gescheitert. Ihre offiziellen Pflichten hat sie gern erfüllt. Es lag wirklich mehr an der Familie und der Ehe. So you think if the love and the family is all right? Das heißt, wenn man verliebt ist, wenn man in der Familie glücklich ist, ist das schon ein Traumleben. Wir können annehmen, dass Kate in ihrem goldenen Käfig glücklich werden wird. So I think she will be happy in her golden cage. I think she'll be happy in her golden cage. Ein regelmäßiges Ritual in der königlichen Familie wird für Kate Middleton sein, die Queen zum Tee zu treffen. So Veronica, once you're in this. Wie hoch stehen eigentlich die Chancen, dass mal als Mitglied der britischen Society früher oder später der Queen begegnet? Well, if you, Royal Ascot. Es gibt viele Gelegenheiten und dann wird man der Queen vorgestellt.
Und dann? Was muss ich dann tun? Also, wenn du die Queen bist, dann sage ich, How do you do, Your Majesty? Und man hält die Hand nur ganz vorsichtig, bitte nicht festdrücken. Dann also einmal Tea Time und noch mehr Regeln und noch mehr Dinge, die du unbedingt wissen und beherrschen musst, wenn du dich rund um die Royals tummelst. Erst kommt der Tee in die Tasse, dann erst der Zucker. Wenn man sich ein Sandwich nimmt, dann erst auf dem Teller ablegen und nicht gleich gierig futtern. Serviette immer auf den Schoß und gerade sitzen. Wie gesagt, das alles nicht mal für einen Nachmittag, sondern Lady, Gräfin, Prinzessin, bist du ein Leben lang. Kann denn Kate auch mal sagen, heute habe ich keine Lust auf Tea Time oder ich will mal nicht mit nach Ascot kommen? Nein, das geht nicht. Kate und William haben quasi eine Festanstellung in einer Firma angenommen. Es ist die Firma Königshaus. Und in dieser Firma haben sie Aufgaben zu erfüllen. Sie werden sich nach der Hochzeit noch eine Auszeit gönnen, das haben sie angekündigt. Aber danach, später, haben sie außer langen Sommer- und Winterferien Anwesenheitspflicht. Klar, wenn sie krank ist und ein Kind bekommt, darf Kate sich schonen. Aber die genannten Pflichten hat Kate bis zum Ende ihres Lebens. Okay. Hausherr Charlie Temple Richards hat an diesem Abend Gäste auf seinem Anwesen Senno Park eingeladen. Sonst kommen die Royals gern zu Jagden und großen Festen, aber nun ist der Adel ja kurz vor der Traumhochzeit verhindert. Ein paar reiche, schicke, adlige Nachbarn, aber die ebenfalls große Schlösser in Norfolk bewohnen, sind gekommen. Und schließlich will Anne-Maria noch ein paar Traumjunggesellen treffen. Ich bin ja jetzt noch auf einer Cocktailparty eingeladen. Selbstverständlich wieder im neuen Outfit, ist ja ganz klar, ne? Und wer kommt da? Der Charlie. Hello, Charlie. Hallo, Charlie. Nimmst du mich mit zur britischen Society? Besser gesagt, mich interessieren ein paar coole, begehrte Junggesellen. What do you do? Nice guys from the society. Naja, erstmal brauchst du einen Drink. First I need to drink. Good idea. Okay, der Thronfolger ist ja nun mal leider schon vom Markt, aber die hier sind auch nicht von schlechten Eltern. Veronica de Loptenier verrät uns, dass es sich hier um ein paar echte Prachtkerlchen handelt, die der Gastgeber für Anne-Marie eingeladen hat. But we've got Carlo und Marcos Fountain zum Beispiel leben in einem Haus, das ist 2 bis 3 Mal größer als dieses, mit einer riesigen Kunstsammlung. Fantastisch. Was die Jungs hier angeht, gehe ich mal davon aus, dass da einiges hintersteckt, weil sonst wären sie nicht hier. Und ich glaube, this is the place to be sozusagen heute Abend. Und ich denke mal, da wird so einiges hinterstecken, so auf den ersten Blick gesagt. How has your lady to be? Sagt mal, wie muss denn eure Traumfrau sein, die ihr heiraten werdet? Well, Also sie muss unbedingt mit meinen Pferden umgehen können. Das heißt, früh aufstehen und sich mit mir dann um die Pferde kümmern. Absolutes Muss. Geht also nicht um die Liebe, sondern um die Pferde. Ich habe ein großes Hobby, Fliegenfischen. Und da brauche ich dringend eine Frau, die die Geduld hat, das gemeinsam mit mir zu machen. Ich brauche eine Frau, die schießen kann. Kann ich. Ich habe ja heute beim ersten Schuss getroffen. Ja, liebe Ladies, ihr habt's gehört. Es ist nicht so einfach hier. Man muss nicht einfach nur schön, nett und lieb sein. Nein, man muss fischen können, man muss reiten können, man muss schießen können und vielleicht am besten auch noch ein bisschen Geld mitbringen, weil die Schlösschen hier, die kosten ja auch was. Ist nicht so einfach hier, ne? Einen Tag lang hat Anne-Marie das Leben kennengelernt, das Kate Middleton zum Teil seit Jahren an der Seite von William lebt und auf Jahre leben wird. Dass Anne-Marie am Ende mit ihren High Heels im Schlosspark ins Straucheln kommt, ist zufällig ein Bild mit Symbolcharakter. Nämlich dafür, dass dieses Leben einige Herausforderungen für eine junge Frau wie Kate darstellt. Die Kate hat schon gut erwischt, wie man sieht und gesehen hat. Tolle Partys, tolle Menschen, viele Kleider, viele Hüte, alles ganz toll. Aber Nachteile gibt es selbstverständlich auch. Man sieht es an den königlichen Häusern in Europa. Viele Prinzessinnen leiden unter Depressionen, Magersucht und so weiter und so fort. Also das Ganze ist nicht ohne. Ich für meinen Teil bin schon bedient vom ersten Tag. Das war schon anstrengend genug. Also ich bin raus, aber die Kate ist ja sehr verliebt und dann geht das alles. Anne-Marie ist raus, allerdings wird es auch höchste Zeit, endlich nach London zu reisen. Schließlich rückt die Traumhochzeit immer näher.